Moin moin und herzlich willkommen zu meinen Lesemonaten September und Oktober 2020. Ja, ich habe diese beiden Lesemonate zusammengezogen, weil im September habe ich tatsächlich nur ein Buch gelesen und ein Hörbuch angefangen zu hören. Da hätte es sich einfach nicht gelohnt. Dafür lohnt es sich für den Oktober umso mehr, denn da habe ich bisher mit am meisten Büchern einen Monat gelesen und das freut mich umso mehr, denn das war ja auch mein Spuktober-Monat, der Oktober, wo ich gerne viele gruselige, unheimliche Bücher lesen wollte und das habe ich auch wirklich getan. Gleichzeitig werde ich den Spuktober-Monat, Spuktober, mein Spuktober-Projekt auch mit diesem Video beenden. Es war wirklich ein ja, sehr cooles Projekt, hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wenn ihr die Videos verpasst habt, werde ich euch die ja, Playlist in der Infobox nochmal verlinken. Alles zum Thema Horror und Grusel könnt ihr dann danach gucken, nachschauen und euch neue Tipps holen, wenn ihr möchtet. Aber ich muss auch sagen, dass ich gleichzeitig mich jetzt auch freue, wieder mich mehr der Fantasy zu widmen, mein anderes Lieblingsgenre. Und ja, da dann wieder ein bisschen mehr zu lesen, weil ich mich ja jetzt wirklich auf das Genre Horror und Grusel fokussiert habe im Oktober. Vielleicht mache ich das auch öfter mal so Themenmonate, wo ich mich einfach mal auf etwas Bestimmtes, auf ein bestimmtes Genre oder auf einen bestimmten Autor irgendwie konzentriere. Mal schauen. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat oder ihr irgendwas dazu loswerden wollt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare mal schreiben, was ihr so davon gehalten habt. Ja, das heißt natürlich jetzt auch nicht, dass ich jetzt in den nächsten Monaten keinen Grusel mehr lesen werde. Da wird sich das wahrscheinlich wieder einfach sehr gut mischen. So, wir fangen jetzt erstmal mit dem Lesemonat September an. Wie gesagt, da habe ich nur ein Buch gelesen und das habe ich euch auch bereits schon in einer Rezension vorgestellt. Deswegen hier auch nur relativ kurz. Es handelt sich um Kill Creek von Scott Thomas. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Heine Verlag und da habe ich mich sehr gefreut, dass ich das Ganze erhalten habe. Es ist eine wunderbare Mischung aus modernem und klassischem Horror und ja, das Motiv des Haunted House, des Spukhauses spricht mich ja immer sehr an. Das ist hier eben das Klassische, dass es wieder um ein Spukhaus geht, das eben eine sehr düstere Vergangenheit hat und um dieses Haus ranken sich natürlich viele Mythen und Legenden. Und dieses Haus ist jetzt ja, Schauplatz einer Marketingaktion, könnte man sagen. Nämlich werden vier besonders erfolgreiche Horrorautoren eingeladen in dieses Spukhaus, um dort ein Interview abzuhalten an Halloween. Ja. Und alle stimmen diesem Interview zu, auch wenn sie es alle ein bisschen seltsam finden. Und sie sind auch aus den unterschiedlichsten Genres oder Untergenres, kann man sagen. Also alle schreiben Horror, halt aber in verschiedenen Sparten. Und das Ganze macht das deswegen auch so interessant. Wir haben hier natürlich das klassische ja, Geistererscheinungen in diesem Spukhaus und ja, unheimliche Erscheinungen, die einen erstmal nicht ja, sinnig erscheinen und übernatürlich erscheinen. Dann haben wir aber eben dieses Moderne, diese verschiedenen Horrorautoren, dieses Interview, wie die sich untereinander bekriegen, weil sie ihre Untergenres sozusagen verteidigen und andere nicht so richtig anerkennen. Ja, ich finde halt, wie die Horrorliteratur hier beleuchtet wird, fand ich hier sehr, sehr interessant und das hebt das Ganze auch ein bisschen aus dem ganzen Wust des Mainstream Haunted House Horrorgeschichte heraus, weil hier der Autor sich wirklich viel Zeit gelassen hat, um seine Charaktere zu formen und sie hier in dem Buch darzustellen. Und wenn ihr ein bisschen mehr zum Inhalt wissen wollt und was mir gut gefallen hat und was mir nicht so gut gefallen hat, dann schaut auf jeden Fall in die Rezension rein. Das ist auch auf jeden Fall ein eher dickeres Werk für eine Haunted House Geschichte, aber eben weil sich der Autor ein bisschen mehr Zeit lässt, seine Figuren einzuführen. Dafür hat mir so ein bisschen das Spukhausgefühl und die, ja, das Spukhaus an sich als Handlungsort ein bisschen gefehlt, hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt. Ja, und dann habe ich euch ja gesagt, ich habe noch ein Hörbuch gehört im September bzw. begonnen und das war Tintentod von Cornelia Funke. Das habe ich dann im Oktober dann beendet.
als Hörbuch. Da habe ich mir in diesem Jahr vorgenommen, mehrere Reihen, die ich bereits gelesen habe, vor mehreren Jahren einfach nochmal zu erleben als Hörbuch. Und da gehörte eben die Tintentrilogie von Cornelia Funke auch dazu, die ich eben in meiner Jugend gerne gelesen habe. Ich habe da aber so viele Details wieder vergessen, besonders im zweiten und dritten Band, und das ist eben der dritte und letzte Band. Und mir hat es unglaublich viel Freude gemacht, diese Geschichte als Hörbuch wieder neu zu erleben. Gelesen ist das von Rainer Strecker und er macht das einfach grandios, die Stimmen zu verstellen, jeder Figur seine eigene Stimme zu geben, ohne dass das irgendwie zu aufgesetzt oder zu übertrieben wirkt. Und das hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet. Diese Welt, diese Tintenwelt, die Cornelia Funke hier erschaffen hat, in der möchte man sich sehr, sehr gerne selbst aufhalten. Das ist zwar mit viel Gefahren und auch Tod gespickt, aber trotzdem hat sie die Welt so erschaffen, dass sehr, sehr viel Wunder und sehr, sehr viel Staunen auch dort vorherrscht. Ob da nun Feen oder Moosweibchen oder Schausteller, Feuerspucker sind, die eben mit Magie aufgepeppt sind. Ja, da ist wirklich sehr, sehr viel Homunculus, die mochte ich sehr, sehr gerne. Es sind so kleine Glasmänner, die Schreiberlingen und Dichtern helfen, die Tinte zu trocknen und Feder zu reichen und ja, die Tinte umzurühren. Und die haben irgendwie so den Schalk im Nacken und besonders die hat auch Rainer Strecker echt toll besprochen. Ja, und hier geht es eben auch sehr, sehr viel um Bücher und die Buchliebe oder die Liebe zu Büchern. Denn wir treffen hier auf Maggie und Mo, das sind Vater und Tochter. Er ist Buchbinder und sie reisen halt immer von Ort zu Ort. Und eines Nachts bekommen sie halt ja, Besuch von einem alten Bekannten ihres Vaters und sie, ja, es stellt sich heraus, dass er ihr nicht die richtige oder nicht die Wahrheit erzählt hat über das Verschwinden ihrer Mutter. Er hat ihr niemals vorgelesen, obwohl er ihr wirklich die Liebe zu Büchern wirklich beigebracht hat oder mit in die Wiege gelegt hat. Er hat ihr nie richtig vorgelesen. Es stellt sich heraus, dass er halt eben die Gabe hat, aus Büchern Figuren herauszulesen, aber gleichzeitig verschwinden dann auch Figuren. Und die Figuren, die er eben herausgelesen hat aus dem Buch, sind leider keine lieben Figuren, sondern auf jeden Fall Antagonisten und Bösewichte, die jetzt ja die Gabe von Mo ausnutzen möchten und deswegen sind sie hinter ihm her. Ja, und so müssen Maggie und Mo mal wieder fliehen und fliehen zu einer Verwandten, Bekannten ihrer Mutter, die Großtante ist das, die Eleanor. Und das ist auch mit einer meiner liebsten Charaktere, weil die so richtig schön kratzbürstig ist, trotzdem ein Büchersammler und eigentlich nichts mit Kindern am Hut hat, aber auf jeden Fall ja, das Herz am rechten Fleck und sie ist so richtig wunderbar schrullig und trotzdem liebenswürdig. Und wenn sie sich irgendwelche ihr Wortgefechte mit anderen liefert, ist das einfach grandios und ich liebe sie. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen, diese Welt nochmal zu erleben. Ich werde das sicherlich nicht das letzte Mal gemacht haben und die Reihe wird auf jeden Fall immer in meinem Bücherregal bleiben. So, jetzt widmen wir uns aber den Oktober bzw. den Spuktober. Einmal ganz kurz zur Statistik. Ich habe ja auch euch schon gesagt, das war bisher mein erfolgreichster Lesemonat, was die Quantität angeht. Und zwar habe ich 8 Bücher beendet und 2 Bücher gehört. Das eine habe ich euch ja jetzt schon vorgestellt, das eine Hörbuch. Neuzugänge sind 9 eingetroffen, also relativ viele. Aber dadurch, dass ich ja viel gelesen habe auch und weil die Neuzugänge nicht alle auf meinem Sub gelandet sind, weil ich davon schon mal Bücher gelesen habe, ist mein Sub trotzdem gesunken, was mich natürlich auch freut. Und zwar ist es von 47 auf 42 Büchern runtergegangen, also 5 Exemplare. So kann das gerne weitergehen. Bevor wir uns jetzt eher den düsteren Geschichten widmen, möchte ich euch noch ganz zu Anfang eine Fantasy-Dilogie zeigen, die ich ebenfalls gelesen habe. Und da das Rezensionsexemplare waren, die einen bestimmten Termin hatten, wann ich die Rezension hochladen musste, sind die halt jetzt auch in Oktober gelandet. Und zwar spreche ich von Die Tränenkönigin und Die Tränenrebellen von Jay LaHinch aus dem Bokapi Verlag und die wurden mir eben als Rezensionsexemplare
über die Mein Wunder Agentur vermittelt. Auch hierzu gibt es eben ein extra Rezensionsvideo. Schaut da gerne vorbei, falls es euch interessiert. Es ist ein ganz kleiner Verlag, sehr, sehr neu. Und auch die Autorin ist auch noch relativ jung. Und sie hat hier halt eine Fantasy-Welt geschaffen, die schon einzigartig ist, weil es durchaus viele neue, tolle Ideen hat. Wir treffen hier auf Nava. Und Nava hat kürzlich bei einem schrecklichen Unfall ihre Eltern verloren. Und noch dazu kommt es, dass ihr Zwillingsbruder, der sie ja eigentlich jetzt trösten könnte, seitdem nicht mehr gesprochen hat und nur noch apathisch vor sich her starrt und irgendwie gar nicht mehr richtig am Leben teilnimmt. Sie sind noch nicht alt genug, ihre Familie weiterzuführen, verlieren ihr Heim und werden von einer anderen Familie aufgenommen. Allerdings nicht aus reiner Herzensgüte, sondern um selbst ihr Ansehen zu stärken. Und Nava soll nun verheiratet werden. Das möchte sie aber partout nicht und ihren Bruder möchte sie auch schützen. Und deswegen möchte sie fliehen aus der Stadt. Allerdings ist es außerhalb, gilt es in dieser Wüste, die ringsherum um die Stadt liegt, als unbewohnbar und sehr, sehr gefährlich. Sie bekommt unerwartet Hilfe von einem jungen Mann, der eine Expedition außerhalb der Stadt starten möchte. Und deswegen tun die beiden sich zusammen und machen sich auf den Weg. Ja, genau wohin wissen sie eigentlich nicht, beziehungsweise weiß Nava nicht, wohin sie fliehen soll, aber dann treffen sie auf die Tränenkönigin, die ihr einen Deal anbietet. Sie könne auf jeden Fall ihren Zwillingsbruder heilen und dafür müsste Nava für sie aber Tränen sammeln. Und was da genau dahinter steckt und was es für Gefahren außerhalb der Stadt gibt und ob die beiden das schaffen, das müsst ihr selbst lesen. Das Ganze, wie gesagt, hat sehr, sehr viele erfrischende neue Ideen. Allerdings konnte mich die Dialogie insgesamt nicht überzeugen, weil mir hier die Figurentiefe gefehlt hat. Mir war die Sprache ein bisschen zu kitschig. Ich fand die Liebesgeschichte nicht überzeugend. Und auch der rote Faden hat mir leider ein bisschen, der Spannungsbogen hat mir ein bisschen gefehlt. Ich musste mich hier ein bisschen durchkämpfen. Aber wie gesagt, ich fand es toll, dass die Autorin neue Geschöpfe und einige tolle neue Ideen hatte und deswegen möchte ich das Ganze auf jeden Fall nicht verteufeln, weil ich auch andere gute Meinungen mittlerweile auch zu den Büchern gehört habe. Ich habe aber nun jetzt auch sehr viel in der Fantasy schon gelesen und kann da sehr gut vergleichen. Aber schaut auf jeden Fall auch hier in meine Rezension rein, da bin ich dann auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Und es gibt dadurch, dass die Mein Wunder Agentur nicht nur mir diese Bücher bei dieser Aktion zugesendet hat, eben auch noch andere, die das besprochen haben. Dann könnt ihr da auch noch andere Meinungen euch anhören. Ja, das jetzt zu dieser Aktion. Und jetzt kommen wir zu den nächsten Büchern, die jetzt alle eher so in das gruselige und unheimliche Setting gehen. Womit fange ich denn mal an? Ich fange mal mit Das böse Buch von Magnus Myst an. Das ist ein Kinderbuch, ich glaube so ab 10 bis 12 Jahren empfohlen und habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Also habe das relativ schnell zur Hand genommen. Am 11.10. hatte ich Geburtstag und mir wurde das zugeschickt innerhalb eines total süßen Überraschungspakets von den Mädels aus meinem Buchclub. Da waren zwei Bücher enthalten, unter anderem eben das böse Buch und da musste ich sofort reinlesen, weil ich die Idee einfach so grandios fand. Das ist nicht einfach bloß eine Geschichte oder ein Roman, sondern das Buch ist interaktiv. Besonders cool finde ich den Klappentext, wo hier der Verlag sich an den Leser richtet und ihn vor diesem Buch warnt und dass es eigentlich gar nicht herausgegeben werden sollte und du sollst das Buch lieber verbrennen oder zerreißen, es ist einfach viel zu böse, lies es nicht und natürlich macht man es trotzdem. Ja, und du merkst, dass das böse Buch lebendig ist und das böse Buch spricht mit dir. Das böse Buch spricht dich als Leser direkt an. Es ist in Kapiteln aufgeteilt und am Ende des Buches wartet auf dich eine große Macht und diese Macht kannst du nutzen, wenn du die Rätsel löst, die an jedem Ende des Kapitels löst. Also wenn du diese Rätsel löst und die Aufgaben löst, dann kannst du diese Macht am Ende des Buches erfahren, das Geheimnis lüften und selber nutzen. Ja, nun sind diese Rätsel
nicht immer nur klassische Rätsel, wie man sie kennt. Also es gibt solche wie ein bestimmtes Labyrinth oder ein Worträtsel oder so weiter und so weiter. Also das gibt es schon. Aber es gibt halt auch ganz, ganz lustige Sachen, die Kinder hier dann halt auch ausprobieren machen oder in ihre Realität mit hineinnehmen müssen. Mal als Beispiel. Ist halt die Frage, wie schnell schrumpeln die Finger in der Badewanne? Und das muss man dann erst herausfinden und dann darf man erst das nächste Kapitel lesen. Und das fand ich so süß, weil das öfter vorkam, dass man erst irgendwie jemanden fragen muss oder irgendwas in der Realität machen muss, um dann erst weiterzumachen. Und das fand ich echt cool gemacht. Das böse Buch hat wirklich einen sehr, sehr bösen und sarkastischen Schreibstil, was ich glaube, die Kinder ziemlich cool finden werden, dass das hier so frech daherkommt. Also ich musste oft schmunzeln und dadurch, dass es eben so interaktiv ist und so besonders ist mit seinen Rätseln, die Lösungen braucht man tatsächlich nachher, um das Ende sozusagen, das große Rätsel herauszufinden. Ich dachte erst so, hä, wo kann ich denn jetzt meine Antworten irgendwie reinschreiben oder was ist denn jetzt die Antwort? Aber nachher wird das alles nochmal aufgelöst. Also es hat mir richtig gut gefallen und Spaß gemacht. Es gibt wohl auch noch mehrere Teile davon, aber ja, fand ich ganz süß. In jedem Kapitel gibt es halt eine kleine Story oder eine kleine Kurzgeschichte. Und ja, dann gibt es noch andere Leser, die in diesem Buch gefangen sind und du musst die Schwester eines Jungen retten und der gibt dir kleine geheime Botschaften. Also das ist mit ganz viel liebevollen Details gespickt und das hat mir richtig gut gefallen. Dann kommen wir zu einer Kurzgeschichtensammlung und zwar das Fantastikum. Seltsame Erzählungen, herausgegeben von Florian vom Kanal Creepy Creatures Reviews. Das habe ich euch schon mal vorgestellt. Da habe ich aber euch eine Falschinformation gegeben. Das möchte ich gerne jetzt korrigieren. Da habe ich nämlich, ich glaube, das war in den ja, so Horror-Tipps für Horror-Einsteiger-Video. Da habe ich euch gesagt, ja, dass man ganz gut Kurzgeschichten nehmen kann, um da ein bisschen auszuprobieren und mehrere Genres und mehrere Autoren auszuprobieren. Dieser Tipp gilt immer noch, aber ich habe euch dieses Buch vorgestellt und habe gesagt, das sind Horror-Kurzgeschichten. Dem ist nicht so, denn wie der Name eigentlich schon sagt, Fantastikum, gibt es hier alle Untergenres der Fantastik, also von Fantasy über Dystopien und Science Fiction zu Horrorliteratur gibt es hier alles drin. Also es ist nicht ein reiner Horror-Kurzgeschichtenband, sondern irgendwie zur Fantastik. Ich habe es jetzt nun gelesen. Das ist eine Sonderausgabe, die es eben nicht im Buchhandel zu erstehen gibt, sondern nur direkt über Florian. Er hat eine Crowdfunding-Seite hervorgerufen, sodass man dort spenden konnte, damit dieses Projekt überhaupt ins Leben gerufen werden kann, damit ja, das alles hier bezahlt werden konnte und gleichzeitig eventuell zum Schluss auch noch was für die Autoren, für die Illustratoren und für den Herausgeber etwas herausspringt. Es gab eine Ausgabe in Leder gebunden, die war allerdings relativ schnell weg, zwar für viel Geld, aber sah schon richtig oder sieht schon richtig edel aus. Aber ich finde auch, das Taschenbuch lässt sich wirklich sehen. Zum einen, es hat es so ein total niedliches Format, also sehr, sehr handlich. Und ich finde, es ist extrem schön gestaltet. Alleine das Cover schon mit dieser Mischung aus Bunt und Schwarz-Weiß ist schon ein richtiger Hingucker. Ja, und Florian hat hier Autoren und Autorinnen zusammengerufen, mit denen er ja, Kontakt hat und die er selber gerne liest. Und er hat auch im Vorwort geschrieben, wie er überhaupt zu diesen Autoren gelangt ist. Und die Aufgabe in diesem Projekt oder für dieses Buch war einfach, ja, eine Geschichte zu schreiben, auf die man immer schon Lust hatte, sie zu schreiben. Und diese Geschichten, die haben vielleicht nicht immer überall einen Platz im Verlag gefunden. Und genau das war hier die Aufgabe, einfach mal nach Lust und Laune, ohne Aufgaben oder eben ohne Auflagen, seine Geschichte zu erzählen. Natürlich, wie das in Kurzgeschichten-Sammelbänden so ist, gefallen die einen Geschichten mehr als die anderen. Ich werde euch jetzt auch nicht alle 12 Kurzgeschichten irgendwie zusammen erzählen oder so. Ich werde euch vielleicht mal vorlesen, welche
Autoren hier enthalten sind. Da haben wir Matthias Oden, Boris Koch, Oliver Susami, Sonja Rüther, Michael Marak, Vincent Voss, Christian von Aster, Isa Theobald, Jörg Kleutgent, Tobias Bachmann, Lucy van Org und Andreas Eschbach. Ja, da haben wir auf jeden Fall eine große Riege und die Illustratoren, die möchte ich euch auf jeden Fall auch nicht vorenthalten, weil die ihre Sache wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Das ist die Saya Sorokina. Denn zu jeder Kurzgeschichte gibt es hier so ein ganzes Blatt Illustration und zwischendurch noch so kleine Illustrationen dazwischen geschoben. Hier zum Beispiel, ja. Sehr, sehr detailliert, finde ich richtig cool, kann man richtig viel entdecken auf den Illustrationen. Meine liebste Geschichte war die von Christian von Aster. Von ihm habe ich schon mal einen Roman gelesen, das war Der Schattenschnitzer. Jetzt nicht mein größtes Highlight, aber ich fand es einfach so ideenreich und von der Sprache so besonders. Und in seiner Geschichte geht es, also die heißt Liber Vampirorum, und da geht es um ein Buch über Vampire, aber die Geschichte selbst geht eigentlich nicht um Vampire, sondern eher über dieses Buch, was es für einen großen Einfluss auf seine Leser hat, wie es sie in den Bann zieht und sie sozusagen besessen macht. Es ist ein junger Herr oder ein Herr, der einen Bekannten hat, und dieser Bekannte hat eben dieses Buch entdeckt und forscht über dieses Buch und er forscht und forscht und forscht und vergisst zu essen und ja, macht nichts anderes, als über dieses Buch zu forschen, und daran geht er letztendlich zugrunde. Ja, das fand ich so cool beschrieben, also da habe ich mir mehrere Sätze angestrichen. Ob ich das Ende jetzt richtig verstanden habe, kann ich euch nicht sagen, aber ich habe es einfach sehr, sehr gefeiert, weil es eben, ja, Geschichten über Bücher finde ich ja immer interessant, und hier wurde halt nicht nur über dieses eine Buch, sondern auch generell über Bücher gesprochen, und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Natürlich waren da auch andere Geschichten bei, die mir gut gefallen haben und mir weniger gut gefallen haben, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich habe das Buch noch ergattern können, weil es Taschenbücher noch gab in dieser Ausgabe. Müsst ihr halt direkt bei Florian mal nachfragen, ob es da immer noch Bücher von gibt. So, dann kommen wir zum nächsten düsteren, unheimlichen Buch, und zwar ist das Pepperman von Camilla Bruce. Das Buch, seitdem es angekündigt ist, ist es auf meiner Wunschliste, und ich habe mich wirklich drauf gefreut. Es ist eine Neuerscheinung aus dem Knauer Verlag aus diesem Jahr und ist relativ schnell dann bei mir eingezogen. Es ist sehr, sehr dünn, da war ich sehr überrascht, und es hat auch ein interessantes Format. Es ist relativ groß, aber ich bin einfach total fasziniert von diesem Cover, von diesem düsteren, atmosphärischen Cover, und auch die Geschichte hat mich in mehreren Punkten wirklich sehr, sehr angesprochen. Hier geht es um eine erfolgreiche Autorin, die schon etwas in die Jahre gekommen ist und die auch eher ein zurückgezogenes Leben führt, aber wirklich regelmäßig Bestseller herausbringt und sehr, sehr gerne gelesen wird. Es ranken sich allerdings auch Gerüchte um ihre Figur, besonders aus der Zeitung vor mehreren Jahren soll sie wohl mal verdächtigt worden zu sein, ihren Ehemann ermordet zu haben. Weil man es ihr aber nicht nachweisen konnte, wurde sie freigesprochen. Jetzt verschwindet sie allerdings spurlos, man weiß nicht, wo sie ist. Es wird allerdings vermutet, dass sie tot ist, denn sie scheint genau diesen Fall vorhergesehen zu haben. Sie hat nämlich einen Nachlassbrief hinterlegt für ihr Enkel, Quatsch, für ihren Neffen und für ihre Nichte. Und diesen Brief sollen die beiden in ihrem Haus, ja, wie gesagt, sehr weit abgelegen im Wald lesen. Und es sollen mehrere Regeln erfüllt werden und erst dann dürfen sie ihr Erbe antreten. Und in diesem Brief erzählt sie ihre Geschichte. Da eben so viele Gerüchte um sie herum ranken und auch ihre Schwester, also die Mutter von Nichte und Neffe, ihr wahrscheinlich auch seltsame Geschichten über sie erzählt hat, möchte sie nun ihre eigene Perspektive darlegen, und sie beginnt in ihrer Kindheit. Sie war immer schon ein sehr seltsames Kind, ein sehr einsames Kind, ein sehr anderes Kind, denn sie hatte einen unsichtbaren Freund. Für sie war er allerdings nicht unsichtbar, und zwar ist es Pepperman. Pepperman ist ein sehr unheimlicher Geselle,
sehr feingliedrig wie Äste, lange Haare, wie Spinnenweben und er ja, hat einen Narren an die Autorin, an Cassandra, an Cassie gefunden, gefressen und man weiß nicht so richtig, ist er nun Bedrohung oder Freund für Cassie? Und genau darum geht es eigentlich, dass er sie total ins Aus schießt und von der Gesellschaft trennt, er aber gleichzeitig dadurch zum einzigen Freund wird. Ist es nun Gift für sie oder ist das Segen für sie? Ich habe was ganz anderes erwartet bei dieser Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Eine ganz andere Art von Grusel. Ich dachte halt, der Pepperman ist hier eben der Boogeyman, der einen ängstigt. Aber es ist nachher eben dem Leser überlassen, ob man Cassie glaubt, was ihre Perspektive angeht, oder ob man glaubt, dass sie sich das alles nur eingebildet hat, dass es ein Verdrängungsmechanismus ist, wie ihr Therapeut es später behauptet, weil sie eben ganz Schlimmes in der Vergangenheit, in der Kindheit erlebt hat. Ja, und was genau das sein könnte, was sie da erlebt hat, das finde ich um einiges schrecklicher und unheimlicher als das, was sie hier erzählt, obwohl das auch schon unheimlich ist und dass dieser Pepperman eben sich von ihr nährt wie ein Vampir und man nicht so richtig weiß, ob das Zuneigung und Liebe wirklich ist oder einfach nur ausnutzen. Und ich bin total fasziniert von diesem Buch, weil das wirklich was ganz, ganz Besonderes ist. Zum einen vom Schreibstil her ist es sehr, sehr besonders, eigentlich zum Teil sehr verspielt und neckisch. Es wird hier extrem viel mit Vergleichen und bildhaft beschrieben mit Süßigkeiten, seltsamerweise. Ich habe hier auch einiges markiert, wo halt vieles verglichen wird mit Süßigkeiten, mit Torten, mit Kuchen. Ich werde euch gleich da auch noch mal was draus vorlesen. Und erst dachte ich, ja, was soll denn das? Warum immer mit Süßigkeiten? Und es wird nicht richtig aufgeklärt, aber ich könnte es mir vorstellen, warum. Und das Ganze hat einen total bittersüßen Beigeschmack, weil es einerseits eben so schöne Vergleiche sind und andererseits aber der Schrecken, der sich dahinter verbirgt, so grausam ist. Und es ist halt die ganze Zeit in Briefform geschrieben. Also die Autorin berichtet halt oder spricht ihre Neffe und ihre Nichte an als Leser. Dann gibt es aber auch Zeitungsausschnitte und eben die Regeln aus dem Nachlass, die man hier nachlesen kann. Und auch Ausschnitte aus dem Buch des Therapeuten, der eben diese Autorin therapiert hat und so seine eigenen Schlüsse gezogen hat. Also wirklich sehr, sehr spannend. Das Ende fand ich ein bisschen sang- und klanglos. Es gab nicht so einen richtigen Höhepunkt und das fand ich ein bisschen schade. Dafür war der Anfang und die Mitte sehr, sehr sehr, sehr stark, aber das Ende war für mich, ist dann auf einmal so ausgelaufen, ohne dass da richtig was passiert ist. Aber ja, trotzdem ein großes Highlight und ich möchte euch jetzt hier nochmal eins, zwei Zitate draus vorlesen, wie sie eben ja, schreibt, beziehungsweise diese Vergleiche die so ein bisschen skurril, aber irgendwie auch niedlich, aber auch erschreckend sind, diese Vergleiche mit Süßigkeiten und Torten. Beim ersten Ausschnitt beschreibt sie ihr Haus, wo sie lange Zeit drin gewohnt hat, mitten im Wald. Es ist ein magisches Haus, aber es ist nicht besonders hübsch. Eher wie eine alte, übertrieben verzierte Geburtstagstorte, deren Glasur am Rande herunterrutscht. Ja, fand ich gleich am Anfang schon total spannend, dieser Vergleich. Oder auch hier. Und schließlich entdeckt er es, einen Stapel aus pinkem Papier, getippt von mir höchstpersönlich. Er liegt da wie ein Marzipankuchen, der nur darauf wartet, angeschnitten und verspeist zu werden. Marzipan nimmt sie sowieso ganz gerne als Vergleich, denn sie hat auch eine Schwester, die eben das Lieblingskind ihrer Eltern ist und die einfach blond und hübsch und sie sagt immer, das wäre das Marzipanmädchen. Und genau das. Ja, tut einem eben auch so weh, diese Kindheit dieses Mädchens, wie sie von ihrer Mutter auch ja, verachtet wird dafür, dass sie eben so anders ist. Und ja, es ist schon hart und man muss halt viel zwischen den Zeilen lesen. Ihre Haut war wie Milch, meine voller Sommersprossen. Aber ein paar aufmüpfige Pigmente machen einen natürlich noch nicht zu einem bösen Mädchen.
Die Wurzel des Übels sitzt tiefer. Es liegt einem im Blut. Manche von uns werden einfach schon falsch geboren. Und alleine, dass sie diese Feststellung hat, dass sie falsch geboren wurde, finde ich einfach herzzerreißend. Ich erinnere mich an Sand zwischen unseren Zehen, süßes, schmelzendes Eis auf unseren Zungen. Ich erinnere mich an Kuchen auf der Veranda mit riesigen Obststücken wie Juwelen in einen Schwamm. Ja, alleine dieser Vergleich ist wieder richtig, richtig gut. Sie sah im Gerichtssaal aus wie eine teure Zimtstange, ganz in Braun gekleidet, groß, schlank, stark und taff. Ja, ich meine, alleine eine Figur als Zimtstange zu beschreiben, finde ich schon stark. Aber es gibt im Buch auch sehr, sehr starke Stellen, wo Cassie selbst darauf kommt, dass Pepperman vielleicht nicht nur Gutes für sie ist, aber eben dieser Zwiespalt zwischen Liebe und Abneigung und Liebe und Zweifel sind da wirklich sehr, sehr interessant. Sie sorgte dafür, dass ich meinen Pepperman liebte, weil es niemand anderen zum Lieben gab. Ich vertraute ihm, da es niemand anderen gab, dem ich vertrauen konnte. Was für eine Mutter tut so etwas? Natürlich hatte er recht, mein Pepperman. Ohne unser Geheimnis war ich niemand, nur ein unbeholfenes Mädchen, vor dem sich alle fürchteten, selbst meine eigene Schwester. Er war mein bester Freund, Pepperman, der einzige, auf den ich mich verlassen konnte. In jenen dunklen, qualvollen Nächten fühlte ich mich geliebt. Ja, also genau dieses ambivalente Verhältnis, dass es zum einen qualvolle Nächte sind, aber dass sie sich gleichzeitig geliebt fühlt. Ja, und was genau dahinter steckt und was dieses Bildnis des Peppermans auch sein könnte, fand ich wirklich grauenvoll. Ein großes Highlight kann ich wirklich allen empfehlen, die jetzt da nicht von abgeschreckt sind, sondern eher fasziniert sind oder neugierig geworden sind. Dann habe ich einen weiteren Kurzgeschichtenband gelesen, beziehungsweise diese wundervolle Schmuckausgabe Geistergeschichten aus Japan von Lefcadio Hearn, illustriert von Benjamin Lacombe. Auf dieses Buch bin ich hauptsächlich durch Benjamin Lacombe gekommen, weil er eben nun mal mein liebster oder einer meiner liebsten Illustratoren ist und immer wieder wundervolle Schmuckausgaben herausgebracht werden. Und nun hat er eben ja, diese Geistergeschichten von Lefcadio Hearn hat er illustriert und es ist wirklich ein Schmuckstück geworden. Und ich hatte gehofft, dass auch der Inhalt mich so begeistert, dem ist leider nicht so. Ich habe mir schon gedacht, dass diese japanischen Geistergeschichten, die ja auch eher Klassiker sind, weil die eher aus dem, ich glaube, aus dem 19. Jahrhundert stammen, und die halt von Lafcadio Hearn zusammengesammelt worden sind, nicht unbedingt die gruseligsten werden. Damit habe ich schon gerechnet, dass das jetzt nicht die gruseligsten, blutigsten, actionreichsten Geschichten werden. Das brauche ich ja auch gar nicht unbedingt. Ich habe mich hier eher auf die Sprache gefreut, die vielleicht ein bisschen bildhafter und ein bisschen poetischer ist und dass das Ganze vielleicht auch ein bisschen philosophisch ist und auch, dass die Orte und die Settings vielleicht überzeugen. Leider fand ich sie eher alle lahm und langweilig und habe nicht so richtig immer den Sinn der Geschichte erfahren. Vielleicht liegt das auch einfach an mir, aber meistens ist es ja bei Kurzgeschichten-Sammelbänden so, dass man manche mag und manche nicht mag. Und hier ist aber keine so richtig herausgestochen, wo ich sagte, ja, die war jetzt ja besonders cool. Es gab zwar welche, die ich ganz schön fand, aber es hat mich jetzt nicht so richtig umgehauen. Und die Bilder und die Aufmachung des Buches sind zwar wunderschön, aber das reicht für mich, glaube ich, leider nicht, um das Buch hier bei mir zu halten. Ich zeige euch einmal ein, zwei Bilder daraus. Ja, also wirklich sehr, sehr schön aufgemacht und vielleicht für Japan-Fans auf jeden Fall etwas, wo man mal reingucken kann. Ich habe von einer Zuschauerin, glaube ich, auch schon gelesen, dass sie auch eher enttäuscht davon war. Ja, das wird auf jeden Fall wieder ausziehen, auch wenn ich, wie gesagt, ein großer Fan von den Illustrationen bin. Ich werde die vielleicht nochmal durchblättern, die Illustrationen und nochmal in mich aufnehmen und sie nochmal genießen und dann wird das Buch ausziehen. Und ja, ich hoffe einfach, dass das nächste, er bringt ja jetzt gerade Bambi raus und Bambi ist somit einer meiner liebsten Disney-Verfilmungen und ich kenne zwar das Original nicht,
Aber ich kann mir da vorstellen, dass ich da genug weiß über das Original, dass ich da nicht so enttäuscht werde. Und ja, mal schauen, da vom Inhalt kann man denn doch einfach denn enttäuscht werden. Dann habe ich einen nächsten gruseligen Roman gelesen, und zwar ist das Palast der Finsternis von Stefan Bachmann oder Backman. Da fand ich die Idee einfach grandios. Es hat hier wieder so ein bisschen Haunted House Feeling, aber es geht nicht um einfach irgendein Haus, sondern es geht um einen Palast, und zwar ein Palast unter einem Palast. Es spielt nämlich auf zwei Zeitebenen. Zum einen befinden wir uns in Frankreich zu Zeiten der Französischen Revolution, und wir treffen auf eine adlige Familie, und diese möchte fliehen bzw. sich in Sicherheit bringen, indem sie einen Palast unter ihrem Palast erbauen. Und in diesem Palast verstecken sie sich und schließen sich ein. Und irgendwas Düsteres streift eben durch die Gänge dieses unterirdischen Palasts. Jahre später, in unserer Zeit, in unserer modernen Zeit, ist dieser Palast eigentlich nur noch ein Gerücht. Und man glaubt nicht mehr so richtig daran, dass es den tatsächlich gibt. Dann wird er jedoch entdeckt, und es soll ein Projekt aus dem Boden gestampft werden, wo halt mehrere Menschen eingeladen werden, um diesen Palast zu entdecken. Und es werden hier mehrere Jugendliche eingeladen, und die halt verschiedene Fähigkeiten oder Gaben oder beziehungsweise bestimmtes Wissen haben, um dort hilfreich zu sein. Ist allerdings alles ein bisschen mysteriös. Was genau da passieren soll, wissen sie nicht, aber sie fühlen sich alle geehrt und nehmen an. Unsere Protagonistin ist hier Anouk, und Anouk ist sehr interessant, weil sie eben eine wirkliche Außenseiterin ist und sehr, sehr zynisch ist, sehr, sehr sarkastisch und nicht so gut mit Menschen umgehen kann. Sie freut sich zwar auf dieses Projekt und freut sich auch, ihr Familienhaus hinter sich lassen zu können, denn da fühlt sie sich schon seit langem nicht mehr wohl, und sie hat auch das Gefühl, dass sie nicht geliebt wird und eh nicht vermisst wird. Deswegen macht sie sich auf zu diesem Projekt und freut sich drauf. Als sie allerdings in diesem unterirdischen Palast sind, merken sie, dass da nicht richtig was mit, ja, mit rechten Dingen zugeht, und dass ihnen nicht alles gesagt wurde, was mit ihnen jetzt geschieht. Und in jedem Raum versteckt sich irgendwie eine weitere Überraschung in diesem Palast und viele, viele Gefahren. Ja, hier habe ich mit sehr, sehr viel Spannung und Grusel gerechnet. Ich habe allerdings etwas anderes bekommen. Also ich habe zwar schon Spannung bekommen und auch, dass es unheimlich ist, allerdings viel mehr in die moderne Richtung, als ich dachte. Ich dachte, dass es eher um atmosphärischen Grusel geht und um altertümlich, dass dieser Palast erforscht wird und dass man vielleicht auch die Hintergründe kennenlernt und ein bisschen mehr in der Vergangenheit gräbt und dort mehr Geheimnisse entdeckt und dass es vielleicht ein bisschen, ja, spookiger und geisterhafter ist. Es geht aber mehr in die Richtung Action und Waffen und Technologie tatsächlich. Zuerst war ich mir nicht so sicher. Ich dachte, das fand ich irgendwie auch cool, weil man es eben überhaupt nicht erwartet hat. Diese Mischung aus diesem französischen Palast, der wirklich pompös aufgemacht ist und dann mit Technologie verbunden, fand ich das irgendwie spannend. Also da habe ich das noch gemocht, aber ich habe mehr und mehr gemerkt, dass mir das, was ich erwartet habe, einfach auch gefehlt hat. Einfach dieses, ja, dieses mystische, unheimliche, das war irgendwie nachher so ein bisschen im Hintergrund geraten, und ich glaube, dass es vielen auch so ergangen ist. Da habe ich mehrere Stimmen in den Kommentaren schon bekommen, dass ja, viele gesagt haben, ich habe das was ganz anderes erwartet und das wollte ich eigentlich gar nicht lesen. Also man muss sich hier darauf gefasst machen, dass es halt eben viel um Waffen, um Technologie und nachher so ein bisschen um Action geht. Und ja, das Setting an sich fand ich einfach super grandios gemacht, und da hätte ich viel lieber viel mehr zu gewusst, viel mehr die Umgebung beschrieben bekommen. Was ich gut fand, war die Rückblicke in unsere andere Protagonistin, die eben zu dieser Familie gehört hat, die in den Palast eingesperrt wird, um sich zu schützen, und dann aber doch irgendwie merken, dass da etwas Gefährliches vor sich geht. Das fand ich
gut und da hätte ich gerne noch mehr von gelesen. Das war mir tatsächlich ein bisschen zu wenig. Ja, die Protagonistin mochte ich sehr, weil die eben sehr, sehr aneckte und frech war und doch auch jeder der Jugendlichen irgendwie so, ja, sein Schicksal hatte. Aber das war mir auch alles ein bisschen zu oberflächlich und ja, schade. Ich bin da so ein bisschen ambivalent, weil ich zum einen irgendwie die Idee cool finde, das Setting cool finde und auch die Mischung irgendwie spannend, weil ich sie so nicht erwartet habe und sie so auch irgendwie besonders ist. Aber mir hat es denn doch gefehlt, was ich erwartet habe. Macht das irgendwie Sinn? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch das ähnlich ergangen ist. Ich weiß zum Beispiel, dass die liebe Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff total begeistert davon war und sich auch sehr gegruselt hat. Mir ist der Gruselfaktor irgendwie nicht so richtig angekommen. So, was haben wir hier noch? Ein ganz kurzes Büchlein habe ich hier. Und zwar ist das, gibt es davon mehrere, Kamingeschichten aus der Geistermühle, der Harz Krimi-Almanach. Und das ist jetzt Band Nummer 4 zum Thema Walpurgisnacht. Das ist die Autorin Katrin R. Hotovetz, die eben auch den Hexenkrimi, die Hexenkrimis geschrieben hat, die ich durchaus sehr, sehr mochte, besonders Band 1, diese Mischung aus mystischen, unheimlichen Hexenromanen und dann etwas Historisches und eben noch Krimi dabei, hat mir sehr gut gefallen. Und sie hat halt eben auch, ja, auch so kleine Harzkrimis geschrieben, ja, zu Walpurgisnacht, zu Halloween, zu Weihnachten. Und da ich auch im Harzurlaub war, passte das unglaublich gut. Und hier geht es, treffen wir hier auf eine junge Frau, die mitten in der Nacht im Wald unterwegs ist und man weiß, sie wird irgendwas Illegales tun und sie ist davon total besessen und sie macht das jetzt schon öfter. Sie wurde von einem ihrer Kollegen aufgestachelt, das zu tun und man weiß aber nicht, was genau sie tut. Man weiß nur, dass sie sehr zwiegespalten ist, weil sie zum einen ja das genießt und zum anderen weiß, dass das nicht rechtens ist. Dann erfährt man, dass sie beobachtet wird dabei von jemanden und dann springt es zu unseren eigentlichen Protagonisten, nämlich ein Pärchen, die eigentlich einfach nur Urlaub machen wollen und die Walpurgisnacht feiern möchten. Der Typ ist aber Polizist und kann irgendwie nicht so richtig aus seiner Rolle und merkt schnell, dass da irgendwas faul ist. Ja, hat mir richtig gut gefallen, vor allem weil wir selber da gewandert sind und einige Ecken kannten, die hier beschrieben worden sind. Außerdem gab es so kleine Rezepte und ja, kleine Zwischensequenzen, die auch noch eingebunden sind und ein bisschen illustriert ist das Ganze auch. Ebenfalls in den Urlaub habe ich diesen Psychothriller gelesen, Morbus von Marc Roderick. Das ist sein erstes alleinstehendes Werk. Sonst hat er bisher diese Psychothriller-Reihe gelesen, Postmortem, wenn euch die etwas sagt. Aber ich muss sagen, dieses Buch hat mich viel mehr angesprochen als seine Reihe. Ich stehe eh im Thriller-Bereich viel mehr auf Einzelbände als auf Reihen. Und hier mal wieder spielt es in einem Haus oder das Haus spielt eine besondere Rolle. Wir begegnen hier, wie heißt die Dame, Mara Fleming, die einen Neubeginn braucht. Und sie hat sich einfach dieses Haus gegönnt in den Weinbergen, weil sie ja mit ihrer Tochter ein bisschen mehr Zeit verbringen möchte. Sie möchte aber auch ein bisschen Abstand von der Großstadt und von ihrem Job. Sie möchte sich ihrem neuen Projekt, ein Buch schreiben zu wollen, mehr widmen und eben auch ein bisschen Abstand von ihrem Ex-Mann. Ja, allerdings kommt sie nicht so richtig zur Ruhe, denn um dieses Haus drehen sich verschiedene Gerüchte, denn der Vorbesitzer des Hauses wurde verdächtigt in mehreren, ja, Morden und auch in mehreren Fällen, wo Menschen verschwunden sind. Und dann kommt noch dazu, dass sie beim Aufräumen des Kellers auch noch eine Leiche entdeckt. Die Leiche ist allerdings nicht mehr frisch, sondern schon längst ein Skelett, also schon vor vielen, vielen Jahren dort irgendwie ja umgekommen. Und sie fängt natürlich selbst an zu recherchieren, weil sie denkt, das ist doch perfekt, genau darüber schreibe ich jetzt mein Buch. Sie ist auch Journalistin. Und deswegen hat sie auch ja, die Fähigkeiten dazu, ein bisschen zu recherchieren und auch zu schreiben. Allerdings eckt sie da schnell an bei den Bewohnern und auch bei der Polizei, dass sie selbst recherchiert. Und sie fängt auch an, sich irgendwann
ja, ein bisschen zu fürchten, weil sie auch mehr und mehr ins Visier gerät und ihr das dann auch irgendwann ein bisschen unheimlich wird. Also das war wirklich ein extremer Page-Turner. Ich fand, es war super einfach zu lesen und es sind sehr, sehr kurze Kapitel und man wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Also das Buch habe ich wirklich weggesuchtet und es war mal wieder richtig toll, so ein Buch zu haben, wo man die immer nur noch ein Kapitel und noch ein Kapitel, komm, eins geht noch. Das hat richtig Spaß gemacht, dass man sich nicht irgendwie zwingen musste, mal wieder ein Kapitel oder na gut, jetzt lese ich noch mal eins, sondern dass wirklich die Seiten so weggeflogen sind. Allerdings muss ich auch sagen, dass das Ganze sehr übertrieben und überspitzt ist und nicht sehr authentisch geschrieben worden ist. Es ist zwar gute Unterhaltung, aber ich finde zum einen die Protagonistin nicht sehr logisch, dass die nicht sehr logisch handelt. Zum einen wird sie immer als sehr empathisch beschrieben und als sehr ruhige und einfühlsame Person, aber gleichzeitig, ja, gleichzeitig ist sie sehr, sehr aufdringlich und irgendwie auch überhaupt nicht einfühlsam, weil sie eben über diese Mord- und Vermisstenfälle irgendwie ein Buch schreiben möchte und einfach irgendwelche, ja, Verwandten oder Hinterbliebenen einfach sich aufdrängt und auch irgendwie gar nicht so selbst mal drüber nachdenkt, was sie da eigentlich macht. Und anstatt irgendwie ein bisschen Angst zu haben, das kommt erst ein bisschen später, dass sie dann auf einmal skeptisch wirkt und ihre Umgebung alle irgendwie verdächtigt, ja, fand ich ein bisschen seltsam. Und dann kommt halt einfach unglaublich viel hinzu, ne? Also was dann alles miteinander Verbindung hat, das war ein bisschen zu drüber. Da hätten zwei, drei Sachen weniger eigentlich auch gereicht. Also es gab eben einen Suizid ihrer Freundin, es gab diesen Leichenfund, es gab diese Vermisstenfälle, Morde und seltsame Typen, die ja, in ihre in ihr, ihr ihren Schuppen einbrechen und dann auch noch ein seltsames Buch mit Gedichten. Das fand ich allerdings ziemlich cool. Da findet sie in ihrer Bibliothek ein Werk, Morbus, wo halt verschiedene Gedichte über, ja, über Opfer geschrieben worden sind. Und ja, das fand ich dann spannend. Wie gesagt, gute Unterhaltung und wirklich sehr mitreißend erzählt, aber sehr überspitzt und ja, ein bisschen musste ich das belächeln, also konnte ich das nicht so richtig ernst nehmen und die Protagonistin auch nicht so ganz logisch. Dennoch hat mir das gut gefallen und ich werde das nicht nochmal lesen. Meistens so bei Psychothrillern wird auch ausziehen. Dennoch, ja, richtig cool, kann ich empfehlen, wenn man mal wieder etwas richtig Spannendes haben möchte, was man so wegsnackt. Und das letzte Buch, es ist tatsächlich schon das letzte, und zwar das Buch habe ich als Hörbuch gehört. Das ist das zweite Hörbuch, was ich im Oktober gehört habe, und zwar ist es der erste Teil vom Dunklen Turm von Stephen King, Schwarz. Ja, da kann man sich jetzt streiten, ob das eher Grusel oder eher Fantasy ist. Er betitelt das ja immer so als sein Werk, sein großes Werk. Stephen King schreibt hier auf dem Klappentext: Der Dunkle Turm ist das wichtigste Werk meines Lebens. Und mir wurde das vor einem Jahr geschenkt von einer lieben Freundin, die großer Fan von dieser Reihe ist. Ich habe aber schon viel darüber gehört gehabt, dass der erste Teil eher der schwächste ist und man erstmal darüber hinaus muss. Und deswegen habe ich mir von vornherein gleich vorgenommen, egal wie du den ersten Band findest, du wirst auf jeden Fall den zweiten auch noch lesen oder hören. Deswegen habe ich mir gleich die ersten beiden Bände als Hörbücher geholt. Im ersten habe ich dann noch so abwechselnd gelesen und gehört und im zweiten bin ich jetzt gerade dabei, da habe ich bisher halt nur das Hörbuch. Ja, ich muss auch sagen, dass ich das Ganze etwas zäh fand. Es geht hier um den Revolverman Roland, der durch eine Wüste streift und er ist hinter dem Mann in Schwarz her. Mehr weiß man nicht und lange Zeit bekommt man auch nicht viel mehr Informationen. Es gibt ab und zu mal Rückblicke aus seiner Ausbildung, aus seiner Kindheit. Da erfährt man ein bisschen was, aber das kommt erst später und er begegnet halt immer mal wieder ja, Städten und Orten, wo er andere Personen trifft und sie sich austauschen und er doch sehr skeptisch ist. Aber wer genau dieser Mann in Schwarz ist, was Revolvermänner sind und was er eigentlich will und was der dunkle Turm ist und ja, also es ist alles sehr verwirrend.
Und es ist sicherlich Stilmittel hier drin, total einfach so reingeworfen werden, zu werden in diese Geschichte und nichts erklärt zu bekommen. Man sagt ja auch eher Show, don't tell, als ja, alles erklärt zu bekommen. Aber hier, das war irgendwie ein bisschen frustrierend. Ich musste mich hier wirklich durchquälen, so ein bisschen durch die Wüste mit Roland. Roland hat mich manchmal ein bisschen an den Witcher vom Charakter her erinnert und auch so ein bisschen, ja, wie er so durch die Lande zieht und eher so ein eher wortkarger Geselle ist, aber mit großen kämpferischen Fähigkeiten. Aber ich muss sagen, dass mir der Witcher dann doch ein bisschen näher gegangen ist. Also, wie gesagt, es ist dadurch, dass er mir nicht so richtig nahe gekommen ist, konnte ich auch nicht so richtig mitfiebern. Und dadurch, dass hier so viel Fässer aufgemacht werden, man weiß, dass es noch andere Welten gibt. Auch unsere Welt spielt eine Rolle. Er lernt einen kleinen Jungen kennen, der eben aus unserer Welt stammt. Aber wie das alles zusammenhängt, ich denke mal, das wird man erst nach und nach erfahren. Deswegen, also ich habe jetzt auf jeden Fall den zweiten Band noch vor mir, den ich jetzt im November höre und danach entscheide, ob ich tatsächlich die Reihe weiterverfolge oder nicht. Wenn ich jetzt nur den ersten Band gehört oder gelesen hätte, dann hätte ich, glaube ich, nicht weitergelesen. Aber da ja so viele davon schwärmen und ich glaube auch einfach, dass da viel hinter steckt. Ich meine, den ersten Band hat Stephen King mit 19 Jahren geschrieben. Zwar ein paar Mal überarbeitet, ja, aber für so ein dünnes Büchlein war das doch sehr, sehr zäh. Also Stephen King hat ja auch durchaus das Talent, vieles so in die Länge zu ziehen und sich auf Details zu fokussieren. Ja, ich bin gespannt, wie es jetzt im zweiten denn vorangeht. Also schon der Anfang, der macht mir auf jeden Fall Hoffnung. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch ergangen ist mit diesem Buch. Ich, ja. Bin gespannt, ob ich tatsächlich diese Reihe denn durchackern werde. Ich muss aber auch sagen, dass es vielleicht auch einfach falsch war, dieses Fantasy-Epos anzufangen als Hörbuch, weil man einfach da sehr, sehr schnell abgelenkt ist. Ich jedenfalls bin sehr schnell abgelenkt und verpasst dann einiges. Das ist mir aufgefallen, als ich dann einige Seiten gelesen habe und nochmal nachgelesen habe, was für Formulierungen ich einfach übergangen habe und gar nicht so richtig mitbekommen habe. Und das macht es natürlich noch schwieriger, in eine Fantasy-Welt einzusteigen. Ich glaube einfach, dass je mehr man diese Welt jetzt kennenlernt, dass es einem dann doch leichter fällt und wenn man dann auch teilweise in unserer Welt ist, dass es dann ein bisschen mehr Spaß macht. Ich werde schauen, ob ich es dann, nachdem ich jetzt den zweiten Teil gehört habe, wenn ich denn weitermache, glaube ich eher, dass ich es dann weiter lesen werde, weil man einfach der Geschichte dann mehr gerecht wird. So, das waren sie nun, meine gehörten und gelesenen Bücher im Spooktober. Jetzt freue ich mich wieder ein bisschen mehr auf die Fantasy, auf die ich mich jetzt mehr konzentrieren werde. Und natürlich auch jetzt so langsam die Winter- und Weihnachtsbücher, auf die ich mich jetzt auch sehr, sehr freue. Dazu wird es dann in nächster Zeit auch noch Videos geben und ich habe schon einige Videoideen, die ich dann jetzt auch umsetzen möchte. Was habt ihr denn so im Oktober gelesen? Habt ihr auch Gruseliges gelesen oder eher etwas anderes? Und was sagt ihr zu den Büchern, die ich euch vorgestellt habt? Habt ihr dieselbe Meinung? Habt ihr es auch gelesen? Was möchtet ihr mir dazu mitteilen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich von euch zu lesen und wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.